Warte mal. Da liegt doch ein Buch. Tja. Oh, eine Bonuskarte. Was hat es eigentlich mit diesen Bonuskarten auf sich? Okay, hier scheint auch nichts zu sein. So, hier hinten. Ein Schlüssel. Cave, New Codes, bla bla. Bewegen Sie die Lupe mit Hilfe der Richtungstaste. Okay. Richtungstaste. Ah, Pfeiltaste. Der Sturm. Der Turm. Ach, Sturm. So. Was? Für mein... Da hat ja jemand was reingeschrieben. Für meinen Bruder zum 18. Geburtstag. MK. Interessant. Okay, der Rest scheint eigentlich normal zu sein. Ein Zettel. Ein Fetzen Papier. Sieht aus wie ein Computerausdruck einer Zahlenliste. Was ist dem aufgefallen? Muss ein Lesezeichen gewesen sein. Guck ich mir im Büro an. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder. Weil hier haben wir ja anscheinend alles getan, was wir hätten tun können. Jetzt kann ich natürlich zurück zur Wache gehen. Aber vielleicht verrät der Keo noch was. Ja, nee, komm, lassen wir es geheim und so. Deswegen gehen wir fort. Soweit ich mich zurückerinnern kann, bin ich in engen, geschlossenen Räumen in Panik geraten. Ich krieg keine Luft mehr und habe nur einen Gedanken. So schnell wie möglich hier raus. Ich weiß ja wohl, wie man das nennt. Platzangst. Nun, ich hatte beschlossen, mit allen Mitteln gegen meine Angst anzukämpfen. Ich Bonus 10. Also plus 10. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Keine Panik. Ich atme tief durch und gehe so lang ohne stehen zu bleiben weiter, bis ich den Computerterminal finde. Um Kader atmen zu lassen, müssen die A- und D-Tasten, die Tasten abwechselnd gedrückt werden. Damit Kader ruhig bleibt, muss der Zeiger in der Mitte der Anzeige gehalten werden. Ah, ich verstehe. Muss auf den Zeiger nebenbei auch noch achten. Das ist nicht so einfach.
Gut. Da ist der Archivterminal. Hier kann ich die Datei einsehen. Die Speicherdateien sind nach Jahren geordnet. Der Fall Kingston ereignete sich in den 90er Jahren, dürfte schnell zu finden sein. Oh, der Terminal ist aus. Der Terminal geht nicht an. Da muss es sicher einen Schalter geben. Na klasse. Jetzt bloß die Ruhe bewahren. Ich habe alles unter Kontrolle. Das glaube ich dir, Carla. Das glaube ich dir. Gut, der Terminal läuft. Jetzt müssen wir nur noch die Fallakte finden. Funktioniert zumindest. Jetzt muss ich nur noch die Datei finden. So. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Gut, legen wir mal rein. Nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein. Scheiße. Da wären die Akten, die mit K beginnen. Jetzt muss ich nur noch auf dem Terminal prüfen, ob das Ja stimmt. Nichts zum Fall Kirsten. Muss die falsche Kassette sein. Wie nervig ist das denn bitte? Oh no! Schon los. Mir zittern die Hände. Krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. Das ist so geheimnisvoll verschlossen. Ich glaube, ich weiß, wo die Akte ist. Carla, Mensch. Ist doch alles okay.
So. So. Warum muss die das eigentlich machen, wenn die Platzangst hat? Verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist es. Weil das Licht ist schon wohl ausgegangen. Mir zittern die Hände. Ich krieg keine Luft mehr. Ich muss die Ruhe bewahren. Bloß nicht von der Angst überwältigen lassen. Los, rein damit. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Das müsste es sein. Die Datei ist leer. Kein Bericht, keine Beweise, rein gar nichts. Sekunde. Hier steht der Name des die Untersuchung leitenden Kommissars. Robert Mitchell. Der gute Robert Mitchell. So, und ich würde sagen, wir machen mal wieder weiter, und zwar mit Lucas Kane. Aber, meine lieben Freunde, ihr kennt es ja, ich habe jetzt wieder ein bisschen was geschafft. Und jetzt werden wir gleich einen kleinen Cut machen. Aber vorher Agathas Haus. So, also, bis gleich, meine lieben Freunde, bis gleich.